Gordon Shumway ist einer der bekanntesten Serienhelden aus den 80ern. Das sympathische, katzenhungrige, über 200 Jahre alte Alien vom Planeten Melmac erlangte mit seiner Serie ALF Kultstatus. ALF lief in den USA vom 22. September 1986 bis zum 24. März 1990 in 4 Staffeln auf NBC und war damals ein echtes Unikat. Der Erfinder von ALF, Paul Fusco, erfand die Figur des ALF 1984. Perser, 83er, vielleicht auch ein 84er. Er machte aus einer alten, alienartigen Puppe, die er in seinem Haus herumliegen hatte, das Wesen, das wir heute als ALF kennen. Was, du hast Daddys Verhaftung auf Video? Ja, ich dachte, er würde es sich gern anschauen, wenn er aus dem Knast kommt, um zu sehen, wie er aussah, als er noch jung war. Zunächst benutzte er diese Puppe, um seine Familienmitglieder zu ärgern, bevor er auf die Idee kam, hey, vielleicht bietet sich ALF als Fernsehshow an. Fusco kontaktierte den Produzenten Bernie Brillstein für ein Vorsprechen, da Brillstein zuvor mit Jim Henson gearbeitet hatte. Jim Henson war unter anderem der Erfinder der Muppet Show und ist eine wahre Legende im Bereich der Puppenspiele. Die beiden präsentierten die Idee einer Sitcom, die sich um die pelzige Alienpuppe namens ALF dreht, bei Warner Brothers Television, wobei Fusco die Stimme von ALF übernahm, sowie als Puppenspieler, Autor, Regisseur und Produzent der ALF-TV-Serie fungierte. ALF startete auf NBC und war ein Quotenhit. In der Geschichte der Serie stürzte der kluge, freche Außerirdische in die Garage der Familie Tanner, wo das flauschige Alien mit seinen Witzen, coolen Sprüchen und seinem Appetit auf Katzen Teil der Familie wird und im Geheimen lebt, während allerlei verrückte Eskapaden folgten. Die Show kam in ihrem ersten Jahr auf den 28. Platz der beliebtesten Primetime-Serien des Jahres und im zweiten Jahr sogar in die Top 10. Selbst im vierten Jahr machte die Serie noch den 39. Platz. Am Anfang war ALF als eine Sitcom für alle Altersgruppen gedacht, mit Humor, der auch ältere Zuschauer ansprechen sollte. Daher sieht man in der ersten Episode, wie ALF Bier trinkt. Fusco erklärte dazu, dass es keine Probleme geben sollte, dass ALF ein alkoholisches Getränk trinkt, da ALF tatsächlich über 200 Jahre alt ist. Da ALF jedoch bei Kindern beliebter wurde, wurde es mehr zu einer Kindershow. Fusco wurde gesagt, dass ALF kein Bier mehr trinken dürfte, um die Show sauber zu halten. Fusco musste auch einige der Witze über das Essen von Katzen abmildern, nachdem berichtet wurde, dass ein wirklich dummer Junge nach dem Anschauen einer Episode von ALF tatsächlich eine Katze in eine Mikrowelle gesteckt hatte. Deine Pfoten schlafen ein. Du bist jetzt keine Katze mehr. Du bist ein Krapfen. Die Produktion der Show war sehr aufwendig. Um ALF lebendig und wie einen voll funktionsfähigen Charakter in der Show erscheinen zu lassen, wurde das Set der Show 4 Fuß über den Boden angehoben. Wobei Fusco die ALF-Puppe unter dem Set über Falltüren und Löcher im Setboden bediente. Oft war Fusco jedoch nicht der einzige Puppenspieler, der ALF bediente. Während er an ALFs Mund und linker Hand arbeitete, mussten andere Puppenspieler assistieren, wenn ALF im Ganzkörperszenen zu sehen war. Für ALFs Gesichtsanimationen war ein dritter Puppenspieler notwendig, der die Gesichtsanimationen per Funksteuerung bediente. Für Aufnahmen, in denen ALF herumlief, war ein Schauspieler im ALF-Kostüm erforderlich. In diesem Fall der ungarische Schauspieler Micho Mezaros, der den Alienanzug trug. Mezaros verstarb bereits 2016. Angeblich konnte man den Unterschied zwischen der Puppe und Mezaros im Anzug erkennen, da die Kopfgrößen unterschiedlich waren und nicht ganz übereinstimmten. ALF wurde nicht vor einem Live-Publikum gefilmt, obwohl jede ALF-Episode eine Lachspur enthält. Das sind die 7 Zwerge. Die Bezeichnung kleinwüchsig klingt höflicher. Etwas, das oft bei Sitcoms vorkommt, die vor einem Live-Publikum gefilmt wurden. Dies war jedoch nicht der Fall, da die Lachspur tatsächlich erst am Ende über jede Episode gelegt wurde. Dies lag daran, dass Fusco während der Dreharbeiten ALFs Stimme über ein Headset-Mikrofon lieferte, was zu ständigen Fehlern im Dialog und Nachdrehs führte, wodurch die Show unmöglich vor einem Live-Publikum aufgeführt werden konnte. Die Lachspur musste also in der Nachbearbeitung hinzugefügt werden. Warum erzähle ich euch das? Damit ihr wisst, wie aufwendig es war, diese Serie zu produzieren. Denn jetzt kommen wir zu den Darstellern. Der Vater der Familie, Willie Tanner, wurde von Max Wright gespielt. Er verkörperte die Rolle mit solcher Sympathie, dass er fast ein Idealbild des 80er-Jahre-Vaters war, der die Serie in Wirklichkeit hasste. In mehreren Interviews, die seit dem Ende der Serie gemacht wurden, klagte er über die Produktion. Denn für eine 30-Minuten-Episode wurden mitunter zwischen 20 und 25 Stunden gedreht. Max Wright war es außerdem satt, dass ALF die ganzen witzigen Sprüche bekam und er und der Rest der Crew nur als Nebendarsteller fungierten. Berichten der Crew zufolge gab es immer Spannungen am Set, die eines Tages dazu führten, dass Max Wright auf die ALF-Puppe losging. Produzenten mussten Wright von der Puppe wegziehen. Anna Sheeden, die Kate Tanner spielte, sagte dazu,
dass am letzten Tag der Produktion der Serie Max Wright niemanden auf Wiedersehen sagte. Er holte sich seine Tasche, stieg in seinen Wagen und verließ das Studiogelände. Jahre später sagte Max Wright, dass er die Arbeit an der Serie zwar hasste, dass ihn aber die Briefe der Fans, die ihn mitteilten, wie viel Freude und Glück die Serie ihm brachte, sehr mochte. In den Jahren danach hatte er mehrere Gastauftritte in Serien und spielte eine wiederkehrende Rolle in der Norm-Show mit Norm Macdonald. Doch nachdem er immer weniger Arbeit fand, es zuvor schon Gerüchte über eine mögliche Drogensucht gab und er 2000 und 2003 wegen Fahrens unter Alkoholeinflusses festgenommen wurde, war es klar, dass es Max Wright nicht gut ging. 2001 veröffentlichte der National Enquirer kompromittierende Fotos von Max Wright und zwei weiteren Männern, die er scheinbar unter Drogeneinfluss machen ließ. 2017 verlor Max Wright seine Frau, mit der er 52 Jahre lang verheiratet war. Zusammen hatten sie zwei Kinder. Danach lernte er einen deutschen Krankenpfleger kennen und lebte mit ihm bis zu seinem Tod, am 26. Juni 2019 im Alter von 75 Jahren, in einer Beziehung. Wright verstarb an den Folgen von Lymphdrüsenkrebs. Kay Tanner wurde gespielt von Anne Sheeden. Sie war die spitzzüngige Stimme der Vernunft. Wohl zu feige, was? Sie verschwinden jetzt hier! Die nach dem Ende der Serie noch vereinzelt in einigen Fernsehfilmen mitspielte. Sie ist seit 1982 mit Christopher Barrett verheiratet und zusammen haben sie eine Tochter. Die gute Frau ist heute 75 Jahre alt. Lynn Tanner wurde verkörpert von Andrea Alson. Lynn war Brians ältere Schwester und wurde zu einer guten Freundin und Vertrauten der außerirdischen Puppe in der Serie. Alf, du hast eine Menge Freunde. Ich bin deine Freundin. Brian ist dein Freund. Ich bin dein Freund. Siehst du, du hast viele Freunde. Alson war 17 Jahre alt, als sie die Rolle bekam. Für Alson war es die bisher größte Rolle. Während der Serie entwickelte Alson eine Essstörung, bekannt als Bulimie. Da sie versuchte, so auszusehen wie am Anfang der Serie, aber selbstverständlich während der Produktion der vier Staffeln immer größer wurde. Sie überkam diese Essstörung 1997. Während der Produktion der Serie lernte Alson ihren Mann kennen, den Produktionsassistenten Scott Hooper. Die beiden heirateten 1993 und sind nun seit über 30 Jahren verheiratet. Nachdem Alf abgesetzt wurde, trat Alson in einer Reihe von Fernsehserien auf, darunter Wer ist hier der Boss und Eine schrecklich nette Familie. Die heute 55-jährige Alson gab die Schauspielerei 1997 auf und eröffnete schließlich ihr eigenes Yoga-Studio. Im selben Jahr brachte sie auch ihre Tochter zur Welt. Im Jahr 2016 trat sie in der Night Show auf, wo sie fröhlich ihre Zeit als Schauspielerin Revue passieren ließ und Fragen zu Alf beantwortete, an die sie sich mit etwas Abstand mittlerweile eher positiv zurückerinnert. Benji Gregory spielte Brian Tanner, das jüngste Mitglied der Familie Tanner, die Alf aufnahm. Wie wäre es denn, wenn du mir die Scheckkarte von deinem Vater und seine Geheimnummer gibst? Das kann ich doch nicht machen! Gregory, der heute 46 Jahre alt ist, hat nach dem Ende der Serie die Schauspielerei nicht weiter verfolgt. Er lieh seine Stimme einigen Serien, darunter der Zeichentrickserie Zurück in die Zukunft im Jahr 1992, doch Alf bleibt seine denkwürdigste Rolle. Gregory lebt seit Anfang der 90er Jahre ein Privatleben abseits des Rampenlichts und verriet dem Magazin People im Jahr 2000, dass er an der Academy of Art College in San Francisco Film studierte. Und 34 Jahre nach seiner Zeit bei Alf sagte der ehemalige Kinderstar, dass er immer noch Fanpost von Zuschauern erhält. Liz Sheridan spielte 34 Episoden lang die Rolle der Rachel Ogmonic, der Nachbarin der Familie Tanner in Alf. Jetzt ist offen. Machst du hier die Ansage? Ihre wichtigste Rolle war jedoch die in der Erfolgs-Sitcom Seinfeld, wo sie von 1990 bis 1998 Jerrys Mutter Helen spielte. Sheridan war eine der wenigen Alf-Stars, die eine lange Karriere in Hollywood hatten. Sheridan starb am 15. April 2022 in ihrem Haus in Manhattan im Alter von 93 Jahren. Sie hinterlässt eine Tochter. John LaMotta spielte in der Serie den Nachbarn Trevor Ogmonic. Während die Serie aus den 80er Jahren immer noch von Fans auf der ganzen Welt geliebt wird, war LaMotta, der seit Jahren ein etablierter Fernsehschauspieler war, so wie viele andere Stars, selbst nicht besonders angetan von der Serie. Im Jahr 2010 äußerte sich LaMotta gegenüber TMZ über die Serie und seine Rolle in ihr. Ich dachte, die Serie Alf sei scheiße, sagte LaMotta zu dieser Zeit. Die schlechteste Arbeit, die ich jemals gemacht habe. LaMotta starb am 29. Januar 2014 im Alter von 75 Jahren. Jake Ogmonic, gespielt von Josh Blake, war der Neffe von Trevor und Rachel, der zu ihnen geschickt wurde, nachdem sein Vater im Gefängnis war. Er freundete sich mit Brian an und erfuhr auch von der Existenz von Alf. Josh Blake ist heute 49 Jahre alt und arbeitet als Grundstücksmakler.
Im Deutschen wurde Alf von Tommy Pieper gesprochen. Und wenn ihr euch mal die deutsche Synchro von Alf anschaut, mit seiner tiefen Stimme und diese mit dem Original vergleicht, werdet ihr einen riesigen Unterschied feststellen. Oh, like that's relevant. Oh ja, das ist natürlich ein Argument. Witzigerweise versuchte der Erfinder von Alf, Alf eine tiefe Stimme zu geben, bekam dies aber auf Dauer leider nicht hin. Das ZDF strahlte Alf zum ersten Mal von Anfang 1988 bis zum Frühjahr 1991 mit insgesamt 100 Episoden aus. In Deutschland wurde Alf recht schnell ein Erfolg. Kleiner Funfact, 2 Folgen wurden in Deutschland nicht im Fernsehen ausgestrahlt. Die Doppelfolge mit dem Titel Tonight Tonight, in der Alf die Moderation von Johnny Carsons Tonight Show übernimmt, gibt es in Deutschland bislang nur im Rahmen der 3. Staffel mit Untertiteln zu haben. In Deutschland veröffentlichte man durch den großen Erfolg sogar mehrere Originalhörspiele, die keine US-Vorlagen hatten, und tatsächlich Musikkassetten, mit Liedern, die von Alf gesungen wurden. Ich kühl mir die Pupille mit einer Sonnenbrille. In einem Interview mit der Mitteldeutschen Zeitung sagte Tommy Pieper zu dieser Rolle, dass sie am Ende sogar schädlich für ihn war, weil er danach keine normalen Sachen mehr machen konnte. Die Leute assoziierten den Synchronschauspieler danach zu sehr mit eben jener Rolle. Obwohl er zuvor schon als deutsche Stimme für Tony Danza und Nick Nolte bekannt war und eine deutsche Synchronschauspielerlegende ist. Das könnte so passen, du Arschloch. Du wartest hier schön. Sicherlich waren Tommy Pieper und die deutsche Synchro im Allgemeinen einer der Gründe, warum Alf bei uns bis heute noch bekannt und beliebt ist. Übrigens hatte Tommy Pieper in der deutschen Synchro das Null Probleme und Alles Paradiso erfunden, was später reichlich für Merchandise-Zwecke genutzt wurde. Die Serie brachte viel Merchandise hervor, wie Sammelkarten, Comics von Marvel und sogar 2 Zeichentrickserien, die zur selben Zeit in den USA liefen. Alf, Erinnerungen an Melmark, produziert von dem gleichen Studio, das auch Inspector Gadget und The Real Ghostbusters produzierte. Und Alf im Märchenland. Am 24. März 1990 wurde die allerletzte Episode von Alf ausgestrahlt. Am Ende der Folge wartet Alf darauf, von seinen Freunden Rhonda und Skip aufgegabelt zu werden, doch wird er von der Armee gefangen genommen und seine Freunde verschwinden. Obwohl die Show mit einem Cliffhanger endete, erhielten die Fans der Serie nie eine wirkliche Auflösung, da Alf wegen sinkender Einschaltquoten abgesetzt wurde. Der Plan von NBC war, eine zusätzliche Folge auszustrahlen, damit die Handlung in einem 2-teiligen Finale abgeschlossen werden konnte. Die erste Hälfte wurde mit dem Hinweis Fortsetzung folgt ausgestrahlt, aber der Sender produzierte keine weitere Episode und ließ die Serie über 5 Jahre lang mit einem Cliffhanger stehen. Das bedeutete, dass keine Handlungsstränge aufgelöst wurden, wie zum Beispiel das Wiedersehen von Alf mit den Tenners oder die Ankunft seiner Freunde von Melmac, um ihn zu retten. Ein einstündiges Special war geplant, um die Serie abzuschließen und alle losen Enden zu verknüpfen, wobei das Special 6 Jahre nach der Show stattfinden sollte, nachdem Alf von der Regierung geschnappt wurde. Das Special wurde jedoch gestrichen, was die Fans erneut im Unklaren ließ. Alf fand schließlich 1996 in einem für das Fernsehen produzierten Film namens Project Alf ein Ende, der auf ABC lief. In Deutschland erschien dieser fürs Fernsehen produzierte Film mit dem Titel Alf der Film sogar im Kino. Der Film selbst ist leider nicht gut. Die Familie Tanner wird einmal nebenbei erwähnt. Ich habe ihre Umsiedlung veranlasst, damit Alf keine Bedrohung mehr für sie darstellt. Vielleicht sollten wir mit den Tenners reden. Ich fürchte, sie haben noch kein Telefon, Sir. Sowas dauert sehr lange am Südpol. Und alles wirkt nicht annähernd so charmant wie in der Serie. Ich habe den Film 2-mal gesehen, einmal als Kind und war sehr enttäuscht, und ich habe ihn letzte Woche nochmal gesehen und bin immer noch enttäuscht. Brandon Tartikoff, einer der Führungskräfte bei NBC, bedauerte es später, Alf vorzeitig abgesetzt zu haben. So sagte er, dass Alf noch gut und gerne 1 bis 2 Staffeln hätte weitergehen können. Paul Fusco sagte später dazu, dass NBC die Sendung einstellte, kurz nach einer Änderung der Firmenpolitik im Jahr 1990, die es dem Sender erlaubte, die Urheberrechte an den im Sender ausgestrahlten Sendungen zu besitzen. Fusco weigerte sich jedoch, das Eigentum an seiner Kreation zu übertragen, so dass NBC sie durch eine andere Serie ersetzte. Der Prinz von Bel-Air mit einem gewissen Will Smith. Und wenn deine Mama dich hierher geschickt hat, um bei denen zu leben, dann ist sie auch verrückt. Hey Mann, niemand redet so über meine Mutter! Von dem werden wir sicher nichts mehr hören. Übrigens wäre Alf in eine 5. Staffel gegangen, hätte die Serie auf einem Armeestützpunkt gespielt. Ähnlich wie es dann im Alf-Film war. Seit dem Ende von Alf gab es mehrere Versuche, das Franchise nochmal fortzuführen. 2004 gab es Alfs Hit-Talkshow, in der Alf im Late-Night-Format mit Gästen spricht. Diese Show brachte es auf 7 Folgen. Des Weiteren hatte Alf Gastauftritte in unter anderem den Simpsons. Ist das von der Außerirdische, den Sie gesehen haben? Juhu!
Young Sheldon. Ah, süßer Fratz für ihr Alter. Hey Barbara, haben wir noch von diesen pinken T-Shirts mit meinem Gesicht drauf? Und beim Summer Game Fest 2020, um einige zu nennen. Es gab immer wieder Gespräche über einen Reboot, sei es als animierter Film oder als Serie. Doch bisher gab es diesbezüglich keine erfolgsversprechenden Neuigkeiten. Im Juli 2023 gab die Produktionsfirma von Ryan Reynolds, Maximum Effort Productions, zwar bekannt, dass man neuen ALF-Content für den hauseigenen Kanal namens Maximum Effort Channel produzieren wird. Aber bevor ihr eure Erwartungen zu hoch schraubt, alles, was bisher Neues zu ALF kam, waren kurze Werbespots, die vor den Wiederholungen der alten ALF-Serie zu sehen waren. Erinnerst du dich an ALF? Er ist wieder da, in Pockform. Doch vielleicht ist die Zeit für ALF auch einfach vorbei. ALF hatte seine guten Jahre und wird mir auch positiv im Gedächtnis bleiben. Aber braucht man heutzutage wirklich einen ALF-Reboot? Es gibt mittlerweile so viele Serien, die coole Ideen hatten und gefloppt sind. Sowas wie Happy mit Christopher Meloni. Das verdammte Blatt hasst mich. Alle hassen dich, Nick. Yonderland mit Stephen Fry. Das Prequel zu Der dunkle Kristall, Der dunkle Kristall Ehre des Widerstands. Grandios und gecancelt. Son of Zorn. Komm her, kleiner Psycho! Mir geht's gut, ich will wirklich nicht. Ich werde den kleinen Racker hochwerfen und auffangen. Komm her, komm zu mir. Nein, ich hab dich. Er will das bestimmt nicht. Er ist 17 und er hat gerade gegessen. Und so weiter. Also was für eine Chance hätte ALF denn heutzutage? Doch wie sieht es mit euch aus? Seid ihr noch ALF-Fans? Und hättet ihr Lust auf Neues von ALF? Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst einen Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.